Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind mit Geralt hier in eine sehr befremdliche Gegend vorgedrungen. Eine Felslandschaft zerklüftet. Und in der Gegend dürfte eigentlich lange Zeit kein Mensch mehr unterwegs gewesen sein. Insofern wundert es mich aber jetzt, wo ich darüber nachdenke und rede, warum hier eine ziemlich frische Leiche herumliegt. Haben die Zwerge das nicht verschlossen, um die Harpien hier nicht herauskommen zu lassen? Wie ist dieser Typ hier reingekommen? Vielleicht klärt sich das noch. Ansonsten haben wir hier vier Dinge zu erledigen. Erstens, wir suchen dieses Traumartefakt, ein mächtigeres Artefakt für das Heilmittel. Zweitens, wir wollen die Nester zerstören. Wir haben schon 5 von 7. Drittens, wir brauchen 60 Federn. Ich glaube, wir haben 31. Und viertens, eine neue Sache, die ich gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und zwar hat uns der Droste offenbar nebenbei auch erzählt, dass hier eine Harpienkönigin ist und darauf ist eine Belohnung ausgesetzt. Also, auch darum können wir uns kümmern. 4 Fliegen mit einem Streich gewissermaßen. Ui, okay. Verfluchte Biester. Das kann man aber laut sagen. Wir haben uns ein bisschen erwischt hier. Okay. Gebt eure Federn. So, war hier ein Nest, das ich verpasst habe? Sieht nicht so aus. Ich muss mal ein bisschen mitzählen. 2 Federn. Nur 1 Feder. Die geben aber wirklich nicht viel. Man muss viele Harpien jagen. Okay, wir gehen weiter. Oh, warte mal. Jetzt lege ich mal wieder eine Falle. Mal gucken. Wollen sie nicht? Sind wieder weggegangen. Falle vielleicht nicht gut genug platziert. Eigentlich wollte ich ja Fallen nur legen, wenn ich sehe, wo Nester sind. Das war falsch. Nochmal. Nächster Versuch. Ja, schaut mal. Es klappt. Prima. Und die eine können wir jetzt dann nochmal bekämpfen. Also irgendwo... hier sind gleich mehrere. Irgendwohin wird das jetzt getragen. Prima, so. Da habe ich noch was gesehen an der Wand. Genau, eine Zaundrübe. Aber vor allem sind wir an den Federn interessiert. Wobei, die ist ja weggeflogen. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich jetzt hier... Eigentlich bräuchte ich die Federn, bevor alle Nester zerstört sind, ne? Das ist jetzt so eine knifflige Abwägung. Wir gucken mal ganz kurz ins Tagebuch, wie weit wir sind. Hat das jetzt geklappt? 6 von 7 Nestern, ja, tatsächlich. Aber vielleicht gibt es ja auch mehr Nester, als wir machen müssen. Ich weiß es nicht. Hier haben wir einen Traum, kristallisierten Traum. Okay, wow. Ist das schon das, was wir gesucht haben? Aber ich merke gerade, jetzt haben wir sie wütend gemacht hier. Aber sie haben irgendwie keine Chance gegen uns. Vor allem... Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Schwertkampf jetzt so mächtig geworden ist, dass er wirklich im Umkreis mehrere Gegner trifft und dadurch sie unterbrochen werden in ihren Angriffen. Ich glaube, das ist relevant. So, aber was war das jetzt für ein Kristall? War das schon der, den wir gesucht haben? Ich glaube nicht, ne? Ich gehe nochmal kurz ins Tagebuch, ändere mal wieder die Quest. Magisches Artefakt, nee. Okay, das war nur vermutlich auch ein minderer Traum. So, habe ich jetzt hier möglicherweise ein Nest verpasst? Aber ich sagte ja, ich will ja eigentlich erst die Federn haben. Normale Harpie. Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so. Ich lasse das jetzt mal mit den Nestern. Bist du aber hässlich. Sondern ich kämpfe jetzt so lange, bis ich die 60 Federn zusammen habe. Und erst dann kümmern wir uns um das letzte Nest. Das erscheint mir jetzt eine ganz vernünftige Strategie zu sein. Wir müssen bloß jetzt ein bisschen mitzählen, was die Federn betrifft. Beziehungsweise ich gucke jetzt einfach nochmal nach im Inventar. Harpien, Trophäen sind wir schon richtig. Wir gehen mal hier rauf. Harpien, Federn. Wir haben 50. Das sind ja gar nicht mehr so viele. 10. Ja, wunderbar. Kommt her, ihr Harpien. So, wir können... Oh, da sehe ich noch ein Nest. Oder ist das da eines... Das könnte sein, dass wir das schon zerstört haben vorhin. Das ist das 6. Nest. Aber wir nähern uns hier irgendwie einer entscheidenden Sache, so wie es aussieht.
Wir können mal was machen, was ich... Ah, ist die Frage, ob das überhaupt geht. Ja, es geht, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Aber wir können mal wieder einen Trank nehmen, oder? Wer weiß, wenn wir jetzt auf die Königin treffen. Wir nehmen mal ganz klassisch eine Schwalbe. Mehr brauchen wir nicht. Okay. So, ich sehe aber irgendwie, dass es hier auch noch weitergehen könnte. Nee. Auf der Karte sieht das ein bisschen aus, vielleicht auf einer anderen Ebene. Okay, es gibt... Ah, hier kann man rechts runter. Ich sehe es, glaube ich, ja. Dann werden wir erstmal hier lang gehen. Ach nee, das ist da, wo... Und nachher das Ziel des Ganzen ist. Nee, der Weg geht tatsächlich nur da lang. Was ist hier noch? Aha, nochmal eine Feder. Sehr schön, sind wir bei 51. Es könnte sein, dass die von der mit der Falle erlegten Harpie ist. Weil wir das Nest erledigt haben. Und hier nähern wir uns der Sache irgendwie. Okay. Das scheint das Artefakt zu sein. Was machen die damit? Ist das Absicht oder... Was passiert jetzt? Haben wir wieder eine Vision? Das Königshaupt. Bring es Sheila, du weißt wohin. Sie gibt dir Geld und weitere Befehle. Schwer. Wie soll ich damit durch den Wald kommen? Ich kann ja kaum das Schwert ziehen. Du gehst unbewaffnet, in einfachem Gewand. Lass dich möglichst nicht sehen. Wenn jemand Fragen stellt, dann bringst du der Zauberin eine Wurst. Ist doch lächerlich. Es stinkt nach Essig. Das ist der Traum, jetzt verstehe ich. Wird einen festen Sack brauchen. Na los und jammer nicht, wir haben keine Zeit. Okay, Sheila ist beteiligt. Das war, glaube ich, jetzt die entscheidende Information, was diesen Traum betrifft. Genau, die Königsmörder. Darüber schau dir die Träume aus den Höhlen mit Hilfe des Projektors an und wähle den Stärksten. Ich finde das Artefakt. Okay, Leute, jetzt passiert hier gerade ganz viel. Das ist der Projektor da. Könnte das sein? Warte mal, das schon... Also, das heißt, wir müssen möglicherweise noch mehr Träume finden und dann entscheiden, welcher der stärkste ist. Oha. Okay, wir lesen uns das mal durch. Das scheint hier wichtig zu sein. In mehrerlei Hinsicht. Also, was ist hier? Geralt behielt Recht, im Harpienlager gab es massenhaft kristallisierte Träume. Naja, bisher haben wir eigentlich nur anderthalb gefunden. Jetzt musste er den mit der stärksten Aura finden. Geralt fand einen wahrhaft einzigartigen Ort. Es war die Höhle, in der die Harpien sich die Träume ansahen, die sie gestohlen hatten. Dem Hexer wurde klar, dass ein kristallisierter Traum als Zutat für Saskias Heilmittel taugen würde, und so begann er, nach Träumen zu suchen und sie im Projektor anzusehen, um den mächtigsten zu finden, den, der mit der größten Magiemenge gesättigt war. Oh, wow, ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welcher Traum... Also woran erkennt man einen Traum mit hoher Magiemenge? Also der, weiß ich nicht, der hatte jetzt zwar eine sehr interessante Information für uns, aber als besonders magisch habe ich ihn jetzt nicht wahrgenommen. Eine weitere Spur zu den Attentätern war der Traum eines der Mörder. Geralt fand das Indiz im Harpiennest und konnte so einem Gespräch zwischen Leto und Igen lauschen. Dabei fiel... Der Name des Auftraggebers, die Zauberin Sheila de Tankerville, hatte Demavents Tod veranlasst. Da haben wir es. Ja, das ist natürlich eine faszinierende Erkenntnis. So, können wir diesen Traum jetzt da rausnehmen? Ja, das ist Letos Traum. Okay, alles klar. Verfluchte Biester. Oh mein Gott. Wie viel sind das? Oh mein Gott. Die Königsharpie. Oh mein Gott. Nee, ist sie das? Es sind nur ganz viele der normalen.
Okay, und sie bereiten uns auf Probleme. Müssen wir jetzt mal ein bisschen zurückziehen. Moment, sind wir geschützt? Ja, Schutz wirkt noch. Sie kommen hier nicht richtig zum Zuge. Doch, es ist die Königin. Jawoll! Schutz läuft noch. Okay, alles klar. Oh, wow. Okay, also die Königin hatte richtig viele Beschützer hier. Und damit sollten wir jetzt definitiv die 60 Federn dabei haben. Das heißt, das Thema wäre erledigt. Wir können also die letzte Falle legen, wenn wir weitere Harpien treffen. Das ist doch schon mal schön. So, aber ich würde mal sagen, wir werden das ein bisschen systematisch machen. Wir sammeln jetzt noch alle Träume ein, gucken uns die an. Also ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass es hier noch mehr gibt. Ah ja, da sehe ich doch schon wieder einen. Und dann entscheiden wir uns. Es ist bloß nur die Frage, dass wir uns hier nicht verlaufen in diesem Labyrinth. Wahrscheinlich immer, wenn ich einen Traum nehme, kommen Harpien. Ah ja. So, dann ist jetzt mal der Moment gekommen für die nächste Falle. Aber ich hab das Gefühl, die nehmen irgendwie keine Fallen. Na. Will sie nicht. Dann nehmen wir das Ding. Geh mal zur Falle da. Ihr lernt es wohl nie. Oder? Nee, geht nicht zur Falle, oder? Ich will sie jetzt nicht ablenken. Geh mal hin zur Falle. Nee. Ich glaube, es sind nur die ganz normalen Harpien, die diese Fallen nehmen, habe ich den Eindruck. Na gut. Okay. So, die Falle nehmen wir wieder auf. Ist die Frage, ob es überhaupt noch mehr Träume gibt. Wir hätten jetzt insgesamt drei. Drei ist ja in solchen Geschichten immer eine besondere Zahl. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es ja doch noch mehr. Oh, hier liegt noch jemand. Jetzt aber, kommt. Falle. Ja, sehr schön. Na, Gott sei Dank. Haben wir die Sache auch erledigt. Ja, hervorragend. Da ist noch ein Traum. Wunderbar. Wer weiß, vielleicht bezahlt er uns ja noch für mehr Federn. Hier liegt schon wieder jemand. Ich frage mich, wie die hier reingekommen sind. Das ist leider noch nicht aufgeklärt worden. Noch ein Traum. Und noch mehr Harpien. Zwar nicht wenig. Jo. Okay. Hatten wir den Traum jetzt schon nehmen können? Ich bin mir nicht ganz sicher. Prüfen wir gleich nochmal. Ja, offenbar schon. Gut. Das heißt, wenn ich richtig gezählt habe, ist das Traum Nummer 4. Und hier müssten wir noch in den letzten Bereich kommen, den wir noch nicht kennen. Und da ist noch ein Traum. Und natürlich noch Harpien, die sauer sind. Dass wir ihre Träume stehlen. Okay, gut. Das könnten die letzten gewesen sein. Nochmal prüfen. Und dann bin ich ja echt mal gespannt, was wir da jetzt alles erleben werden.
beim Traumgenerator. Ich will... Ja, nee, hier sind wir gekommen. Ja, nee, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt alles. So, dann verwenden wir den Projektor. Und jetzt frage ich mich... Oh, warte mal. Ah ja, stimmt, richtig. Ich habe richtig gezählt. Also, Letos Traum haben wir gesehen. Wir gucken uns den silbernen Kristall an. Oh Götter, sie kommen! Sie dürfen mich nicht kriegen! In die Werkstatt! Dort finden sie es nie! Nur über meine Leiche, Dexterli! Nie erfahrt ihr das Geheimnis des Meisters Baltimore! Meister Baltimore. Das ist ja ein unangenehmer Traum, definitiv. Und er hatte natürlich eine magische Komponente, weil dort irgendwelche Geister hinter ihm her waren. Also würde ich höher einschätzen, was Magie betrifft, als Letos Traum. Wir gucken uns den grünen Kristall an. Du bist so wunderschön wie eine Elfe. Komm her zu mir, du Held. Vögel mich in der Scheune. Hab ich ein Glück. Wollt bloß mit den anderen ein bisschen würfeln. Hol sie auch. Amüsieren wir uns. Naja, das hatte, glaube ich, gar kein magisches Potenzial. Traum eines Bauers. Roter Kristall. Das ist der Drache. Oh mein Gott. Die Situation kennen wir. Das ist ja spannend. Und warte mal, das ist doch auch relevant für Saskia. Ist sie nicht irgendwie, hieß sie nicht auch die Drachentöterin oder sowas? Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall mein Favorit. Mal sehen, was der blaue Kristall uns noch zu bieten hat. Esset Ma'on, Talleste Impedon, Illuren mit Illurien. Feredain Maon, Oil Daumas. Tja, nun kann ich leider kein Elbisch. Vielleicht hat er einfach nur von gutem Essen geträumt. Ja, aber überzeugt mich jetzt auch nicht so sehr. Ich würde sagen, der Drachentraum ist es definitiv. Okay. Außerdem können wir noch mit Baltimore sprechen. Ah, cool. Finde Baltimores Haus in Vergen. Um der Sache noch auf den Grund zu gehen. Ja, sehr schön. Das gucken wir uns kurz im Tagebuch an. Also. Harpienkönigin. Ja, da müssen wir zu Drosten zurückkehren. Baltimores Albtraum ist neu. Im Nest der Harpien bekam Geralt allerlei Seltsamkeiten zu sehen. Da war der Albtraum von Baltimore, einem Zwerg, der einst in Vergen gelebt hatte. Ein Traum von einer panischen Flucht. Der Zwerg war längst tot, aber das wusste Geralt nicht. Okay, jetzt wissen wir es. Danke, Rittersporn. Wir gehen in das Haus. Der Harpienauftrag. Cecil Burden, ja. Und Philippa. Dann würde ich sagen, erledigen wir mal alles andere zuerst, bevor wir zu Philippa gehen. Und ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist... die Federn abzugeben. Das müsste ja hier in der Nähe sein. Jetzt sagt uns nochmal alles. Aber sag mal, wir haben hier ein Talent. Das würde ich auch gleich, glaube ich, gerne vergeben. Machen wir das mal. Wenn ich mich recht entsinne, war ich scharf darauf, hier weiterzumachen. In dem Bereich. Und wir gucken mal. Also, boah. Ach nee, da haben wir schon alles.
bluten 10%, nächstes Level bluten 20% und Schwertschaden 5%. Das ist schon ganz in Ordnung. Auf der anderen Seite, das Blocken mache ich relativ wenig. Energieregeneration ist für uns auch nicht besonders bedeutungsvoll. Chance auf sofortige Tötung, nee, finde ich auch nicht so toll. Nee, ich gehe, glaube ich, hier tatsächlich weiter. Vitalität plus 50 und Schadensreduktion plus 5%. Weil dann nähern wir uns dann den Endtalenten. Kampf sind und Wirbelwind. Das klingt doch gut, oder? Finde ich zumindest. Okay, prima. Jetzt müssen wir hier den Weg herausfinden aus diesem Labyrinth. Aber ich glaube, ich erinnere mich grob. Wir müssen einfach nur den Einstieg zurückfinden. Und dann ist das ja alles sehr linear. Zum Glück. Ja, und hier sind wir auch. Harpien dürften wir eigentlich keine mehr treffen. Ha! Kaum sage ich's, kommen sie. Wir hatten doch alle Nester zerstört. Aber wer weiß. Irgendwo gibt es scheinbar immer noch ein Nest. Ja, im Prinzip können wir die Sachen hier mehr oder weniger liegen lassen. Wobei ich erinnere mich, dass er irgendwie erzählt hätte, der Typ mit den Federn, dass er uns auch mehr abkaufen würde. Lohnt sich also vielleicht doch alles mitzunehmen. Na? So, sind eure Federn jetzt runtergefallen? Nein, das ist nicht der Fall. Ups. Okay. Aber einen Schlüssel für diese Schatzkammer haben wir immer noch nicht gefunden. Verlegen. Recke. So, wir sind aber hier schon direkt am Ausgang. Weit ist es nicht mehr. Okay, prima. So, es ist aber schon Abend, wenn ich das richtig sehe. Dann sollten wir uns mal sputen. Ich glaube, das Schwert benötigen wir erstmal nicht. Es geht zurück. Konnte man hier nicht irgendwie... Das Medaillon schlägt aus. Nee, man konnte nur runterspringen, so war's. Aber was diese Steine dort am Rande für eine Bedeutung haben, das hat sich auch immer noch nicht aufgeklärt. Ich hatte ja ursprünglich vermutet, dass es was mit dem Tor zu tun hat. Dass man damit das Tor öffnet, aber es war ja dann doch ein sehr banaler Schlüssel. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Typ war ja sehr merkwürdig drauf mit seinen, also vor allem mit seiner Schlachterbank hier. Was er damit anstellen will. Vielleicht erzählt er uns das nochmal ganz genau. Ich glaube, dir kann man trauen. So sieht's noch aus. Noch mehr Harpienfedern, wie bestellt. Gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Ich muss sagen, dieser Auftrag war reichlich seltsam. Das wäre noch nicht alles. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber bitte, sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir 8. Du oder dieser Sammler? Er natürlich, er. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Ja, wir haben die. Also das ist kein Problem, wir müssten die eigentlich haben. Insofern, von mir aus. Ich habe die Federn. Saubere Schwungfedern. Ganz intakt. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich schaue sie mir an und nehme die besten. Hier, dein Lohn und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal nichts mehr.
Leb wohl! Besuch Elton später. Okay, also da wird noch irgendwas richtig Abgefahrenes. Also ich habe eher das Gefühl, dass er so eine Art, das ist jetzt mal eine wilde Theorie, dass er so eine Art Flugmaschine baut. Und dann, weil das ist hier alles so, schaut mal. Und dass er sich dann hier hinstellt und da irgendwie es den Harpien gleich tun möchte. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich bin gespannt, was daraus wird. Okay, wir können ja hier, glaube ich, abkürzen. Wenn ich mich recht entsinne, kommen wir da oben ja dann gleich am Ort raus. Das bedeutet, dass wir als nächstes, glaube ich, zu Cecil Byrne gehen sollten. Und dort erstmal unsere Belohnung einstreichen. Und zwar eine doppelte Belohnung. Wir müssten im Übrigen ja auch irgendwie diesen Kopf der Harpienkönigin haben. Vielleicht gibt er uns noch bessere Boni als das, was wir jetzt haben. Ja, insofern, wartet mal. Ich gucke mal, damit ich den Weg leichter finde. Hier zum Beispiel Auftrag Harpien müsste uns ja dahin führen. Aber er ist wahrscheinlich an seinem gewohnten Orte. Ich glaube, es gibt einen kürzeren Weg, aber den kann ich mir immer nicht merken. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, den längeren Weg. Nee, jetzt habe ich mich verlaufen. Wartet mal. Ah, wir kommen hier auch irgendwie hoch. Ich grüße dich. Ich weiß nicht mehr, wie man zu Cecil Byrne kommt. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich glaube, hier geht's auch irgendwie lang. Aber da ja nicht. Sondern dann hier. Ja. Genau. Das war der andere Weg. So, vermutlich. Mal sehen, ob er noch an seiner langen Tafel sitzt oder schon im Bett liegt. Aber auf jeden Fall kann er ordentlich was abdrücken. Ich glaube, er liegt schon im Bett. So, ich muss dich kurz wecken, Cecil. Ihr wolltet doch die Harpyien loswerden. Dieses fliegende Aaszeug. Ich habe ihre Nester zerstört. Ihr dürftet fürs Erste Ruhe haben. Das höre ich gern. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ach, sag mir doch, wie viel Geld ich bekommen habe. Das wäre so schön, das zu erfahren. Wir haben ja vorhin auch Geld bekommen. Das habe ich auch nicht mitbekommen. So. Jetzt zum Thema Königin. Ich komme, um mein Geld zu holen. Der Auftrag ist erledigt. Du hast die Königsharpie getötet? Dann hast du es dir redlich verdient. Das sehe ich auch so. Oh, da war es eben kurz mal gesehen, eingeblendet. Konnte man es sehen. 50 waren das, glaube ich. Das ist, finde ich, jetzt nicht so viel. Wir gucken mal rein erstmal, wie viel Geld wir inzwischen haben. 2400. Oh, da ist aber auch einiges zusammengekommen. Und vor allem frage ich mich, jetzt haben wir die ganzen Träume. Die Harpien-Trophäe, schaut mal. Die bringt eine Rüstung mehr als die Kairan-Trophäe, aber die bringt plus 50 Vitalität und das scheint mir doch noch interessanter zu sein. Wobei, ich kann das gar nicht einschätzen. Wie viel Vitalität haben wir eigentlich insgesamt? Das können wir uns auch mal anschauen. Ich gehe mal hier in Charakter rein und dann auf Merkmale und dann sehen wir das. Wir haben 510. Ja, da finde ich 10% Vitalität ist schon eine Hausnummer. Ja, dann lassen wir das so. Okay, das heißt, ich würde sagen, das nächste, was wir tun, ist, dass wir uns mal um Baltimores Albtraum kümmern. Und dann ist der Moment gekommen, dass wir zu Philippa zurückgehen und möglicherweise das Gegengift dann herstellen können. Und dann bin ich sehr gespannt, was mit Saskia dann los ist. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.